Oh nee, eine Person. Oh nee. 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 Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge LSPDFA hier auf meinem Channel. Heute mal ganz normale Streife in LA unterwegs. Schauen, was der Dienst so bringt. Einen Auftrag habe ich schon. Was mich da erwartet, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe ihn einfach angenommen. War vielleicht nicht ganz so schlau, aber ja, man wird es überleben. So, wie sich hier herausgestellt hat, soll ich hier einen LKW verfolgen. Raus aus dem Fahrzeug, raus aus dem Fahrzeug. Komm raus da. Endo. Put your hands in the air. Ja genau, Hände hoch und runter auf den Boden, runter auf den Boden. Ist da jemand drin oder wie? Ja, ist da jetzt jemand im LKW drin oder wie? Ich mach hier mal ein Ding. Ja, ist da jemand drin, ne? Ich sehe hier niemanden, hallo? Die Frage ist, auf wen zielt ihr jetzt genau? Gut, hier ist es auch nicht. Hier ist auch niemand. Was ist das, der Tank? Ich glaube, das war der Tank. Ich glaube, das war der Tank. Der geht gleich was hoch. Ah, das sind die Blank Country Cherries. Hä? Was ist denn hier? Hey, hier ist doch gar nichts, Kollegen. Also, ich bin hier. Abschleppdienst, großes Fahrzeug. Und dann einmal Fahrzeug durchsuchen. Ah, jetzt kann ich, hätte ich hinten gucken können. Eine Box auf voll medizinischer Masken. Oh. Hä? Oh, Kollegen, ey. So, einmal bitte den Einsatz absagen. Das war wohl nix. Das war nix. Und das könnte leicht anstrengend werden für ihn hier. Weil es er jetzt der festgenommen wird. Wir können es wieder so klären. Runter auf den Boden, Hände hoch, runter auf den Boden. Hände hoch, runter auf den Boden. Genau, danke schön. Sehr nett. Ah, so. Bobby Brown. So, der Kollege nimmt ihn mit. Ja gut, hier werden wohl zwei Leute mitgenommen. Und da haben wir schon den nächsten Auftrag, 3,5 Kilometer entfernt. Da fahre ich dann mal hin. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir schon. Und hier soll ich wohl. Soll ich hier runter? Hier soll hier runter. Dann hole ich jetzt schon mal Q2 ein paar Partner. Ach so, warte. Und
ich auch nochmal hier so. Junge! Nimm die Hände hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Erstmal Sirene ausmachen. Und dann nimm du schon deine Hände hoch runter auf den Boden. So, hier haben wir wohl... Okay, dann stehst du halt wieder. Einmal Person abfragen. Und dann werde ich sie einmal filzen. Pump off the car. Okay, was auch immer. Warum hat man sowas bei dir? Gut, dann lasse ich die Person mal abholen und knien. Oh, da ist irgendwas im Westbeinwort. Na, ist ja gleich hier um die Ecke. Und dann baue ich hier nochmal Code 3 Ambulanz und ELS, aber ich bin jetzt erstmal hier fertig und ab zum nächsten Einsatz. Okay, das war komisch. Junge, wie fahrt ihr denn? Mal schauen, vielleicht ist hier was. Was hier nicht sein soll. Was ist hier los? Oh nee, eine Person. Oh nee. 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 Nee, ey, das macht mich. Ey, das ist doch mal. Ich glaube, das ist nicht ernsthaft Fahrzeug, oder? Gut, wenn er jetzt ein Auto klaut, dann machen wir das halt so. Los, 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 los. Komm, tritt doch drauf, Kollege. Hast du nicht den Mumm dafür, oder was? Oh, shit. Ich fahre auch nicht viel besser als die Kollegen. Ah, Wildwort, der ist da. Ey, 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 angefahren, angefahren. Oh. Wie überlebt der denn? Jetzt Hände auf den Boden. Hände auf den Boden. Runter jetzt. Wie siehst du eigentlich aus? Machst du das? Oh mein Gott, wie sieht der denn bitte aus? Junge. Dann füllt sich mal. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, Kollege, wir können gerne Auto tauschen, okay? Okay, das ist cringe. Warum hat er tot? Dann mache ich eine Personenabfrage, George Kane. Und dann hole ich mal eine Abholung für ihn. Ja, Kollege. Dann nimmst du ihn? Ja gut, dann nehme ich dein Auto. Spaß. Ich bin ja kein Unmensch. Aber ich bräuchte schon auf jeden Fall mein neues Auto. Das bräuchte ich auf jeden Fall mal. Bis gleich, würde ich da mal sagen. So. Da bin ich wieder.
Ich habe jetzt noch einen Streifenwagen und den Kollegen habe ich auch gleich mit dazu gekriegt. Und ja. Wo muckt denn der? Damit hat er sich gerade zu einer Verkehrskontrolle qualifiziert mit dem Hupen. Ich warte, bis der da ein Stück vorfährt mal. Da ist ein Einsatz reingekommen, da hat er aber nochmal richtig Glück. Guten Tag. Ah, danke. Ja, natürlich gerne, dass wir gekommen sind. Ah, jetzt sind wir hier. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht mehr. Blankt. Okay, er hat den Moment vergessen. Alter Street, about 10 Minuten. Ah, okay, gut. Dann, ja. Kollege, kannst du mir wieder mal reinkommen? Brauchst nicht immer durch die Gegend laufen. So, wo sollen wir jetzt hin? Ernsthaft? Der hat nur gesagt, dass er irgendwie ein bisschen Demenz hat. Ernsthaft? Toll, dafür hätte ich den LKW anhalten noch können. Ist es der LKW? Ich halte den einfach mal an. Oh Gott, oh Gott. Ich stopp das mal, damit er ein Stück zurückfährt. Oh, doch jetzt nicht, dass der Typ sich da festgefahren hat. Oh, wow, ey. Ach, nee, komm. Gut, Fahrer des Jahrhunderts. So einen. Den holen wir uns, Kollege, den holen wir uns. Na komm, schnell rein, Kollege, wir müssen den noch kriegen. Der flüchtet. Fahren Sie mal rechts ran. Wo willst du da rechts ranfahren? Da stehen überall Autos. Oh Gott. Warum packst du auf den Bordstein so? Gut, Kollege, ich rede mit dem. Bleib dir einfach kurz ab. Neben mir. Und bewach mich. Guten Tag, Polizei. Aha, da riecht ein bisschen was. Wieder einmal die Ausweise und alles. Dankeschön. Da überprüfe ich einmal Ihren Namen. Jerry Freeman. Bitte einmal überprüfen. Da scheint alles okay zu sein. Dann hätte ich gerne einmal. Haben Sie was getrunken? Meine Frau hat mich verlassen. Ich bin voll wie ein russischer Elternabend. Gut, dann können Sie mal bitte aussteigen. Wenn sie so LKW fahren, dann, und wenn sie das schon so zugeben, dann machen sie doch mal bitte einen Atemalkoholtest. Hier mal reinpusten. Ja, pusten, pusten, pusten. Danke. Okay. Dann kann der Kollege mal einen Drogentest machen. Kollegen. Sonst komme ich da nicht hinterher. Hey, ich kann nicht schießen. Hände hoch oder es knallt, Hände hoch oder es knallt. Jetzt runter auf den Boden, runter auf den Boden. Jetzt ist kein Spiel mehr. Runter auf den Boden. Okay. Wollen sie auch eine Party machen? Noch runter auf den Boden jetzt. Sind vorläufig festgenommen, weil sie vor der Polizei geflüchtet sind. Und wahrscheinlich auch Drogen genommen haben. Davon wird sich aber die Polizei kümmern.
Also, die Kollegen. Dann hole ich für sie einmal. Jetzt habe ich den Einsatz reinbekommen. Für sie hole ich den. Hey! Ach, Kollege, komm einfach, das ist kaputt. Komm. Den Auftrag kann ich gleich abbrechen. Ich habe den Namen mir gar nicht merken können. 10-4. Ah, sein LKW ist aber noch hier. Dann durchsuche ich den aber mal. Handfeuerwaffe, perfekt. Abschleppdienst, Flachbett-LKW. Das war's dann erstmal. Hol ich mal den Kollegen ab. Der, wie man sieht, echt faul war und keinen Bock hat zu laufen. So. Mal schauen. Was wir noch für einen Einsatz reinbekommen. Bis dann. Und da ist sogar schon der Einsatz. Okay, da ist, glaube ich, a fire unit is already seen. Oh, was ist passiert? Ah, ist er. Ich glaube, ach so, da ist ein Baum auf der Straße gelandet. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, Kollege. Finde ich auch krass, ein Baum auf der Straße neben der Feuerwache. Ja. Hier ist nämlich die Feuerwehr. Dann mache ich hier schon mal wieder Verkehr anhalten. Guten Tag. Ah, die Person. Kein Problem, ich werde sie. Ich werde hier schön alles aufhalten. Mal schauen, wie lange das dauern wird. Ja, ist halt eine San Andreas Feier. Ich finde die Lichter schon echt hübsch. Kollege, du brauchst da nicht. Du brauchst nicht die ganze Zeit da stehen. Geht ihr ein Blaulicht schon wieder bei mir nicht? Natürlich geht es. Boah, ist schon schön hell. Wer ist Erden? Hey, du mit der Cap. Ja, da hast du gesehen, dass ich Waffe rausgeholt habe. Ja, ich hätte mal gern deine ID. Brian Rodriguez. Scheint es okay zu sein, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Alles gut. So, da ist der Auftrag schon vorbei. Die Feuerwehr ist schon weggerast. Und damit würde ich eigentlich auch sagen, dass es das mit der heutigen Folge LSPDFA war. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen und Abo nicht vergessen.
und ciao.